unsere Tracks sind Drogen, die Träume und Sätze stiften Leben, die Dörns Inspiration. Immer auf der Suche nach neuen Dimensionen. Ja, wir sind immer auf der Suche nach neuen Dimensionen. Wir greifen nach dem Mikrofon, da gibt es keine Diskussion. Und kennt ihr schon unsere schonungslosen Interpreten? Guten Abend zusammen, herzlich willkommen zur Kundgebung, die Stadt gehört allen. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um der neoliberalen Stadtpolitik hier in Hamburg und anderswo mal wieder ein Zeichen entgegenzusetzen. Denn wir haben keinen Bock auf die den Ausverkauf unserer Städte, auf steigende Mieten, auf Vertreibung von Einwohnern aus ihren Stadtvierteln und vor allem wollen wir heute auch mehr Bauwagenplätze. Wir fangen mal mit den Redebeiträgen an und haben als ersten einen Jubilaren hier. Dieses Jahr sind ja 30 Jahre Hafenstraße. Ich übergebe das Mikro an Klaus. Ja, also da haben wir dann doch gesagt im Plenum der St. Pauli Hafenstraße, da müssen wir heute unbedingt hin. Es geht um Zoomia, um Bauwagenplätze. Und wir wollten natürlich Zoomia viel Glück wünschen bei ihrer Suche nach einem Wagenplatz für selbstbestimmtes, kollektives, herrschaftsfreies Leben. Als wir anfingen mit der Hafenstraße, da haben wir auch ein Jahr ziemlich unbehelligt da wohnen können. Es hat vielleicht schon einige Leute das gemerkt, die Sager insbesondere, aber man hat das so hingenommen, weil wir also einfach gesagt haben, nein, wir, der Sager, nee, ihr müsst irgendwann raus hier. Dann habe ich gesagt, nee, wir bleiben hier. Also das ist nicht der Fall. Wir haben schon so viel an den Häusern gemacht und außerdem sind wir der Meinung, die Häuser gehören denen, die drin wohnen. Und natürlich gab es dann wirklich tierisch Stress und wir haben auch so argumentiert, dass also die Leute die Sager die Häuser aufgegeben hat und wir haben uns berufen auf das bürgerliche Gesetzbuch, wo es heißt, dass wenn man Eigentum wegschmeißt, dann kann der Nächste das sich aneignen. Also der juristische Begriff heißt dereliquiertes Eigentum, aber auf diese Rechtsposition wollte die Sager sich nicht einlassen und die Konsequenz ist, wir haben in Hamburg 15 Jahre einen Krieg geführt für unsere Existenz in den Häusern. Am Anfang, als wir dann ein Jahr drin waren, da fing die Sager dann an und wollte so die eine oder andere Wohnung zumauern oder hat sie zugemauert. Und da haben wir natürlich gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann haben wir in der großen Bergstraße die Sager zugemauert. Das hört sich vielleicht erstmal ganz witzig an und das ist es, war es auch, aber es wurde härter. Und die Hafenstraße war irgendwann der rechtsfreie Raum der Polizei. Ich war dann auch dabei bei der Aktion von Zoomia auf der Mönckebergstraße und da hörte ich diesen Satz hier. Wir erweitern unseren Handlungsspielraum des Zivilungehorsams durch kunstvolle und militante, lustige und symbolische, virtuelle und direkte Aktion. Genau das ungefähr ist das gewesen, was wir damals im Aufruf geschrieben haben zum Tag X. Und da kann ich nur sagen, also der Widerstand, der läuft. Der Widerstand, der lebt. Die Hafenstraße lebt auch und wir lieben Zoomia. Der Widerstand, der lebt, der Widerstand, der ist laut. Am 17. Dezember hat der von vielen Gruppen und Initiativen unterstützte Aktionstag Access All Areas gegen kapitalistische Stadtentwicklung und Gentrifizierung stattgefunden. Leerstand, Privatisierung öffentlicher Räume, AZ Altona, schreiberische Vertreibungspolitik, Mietenwahnsinn, Demonstrationsverbote in der Innenstadt und Vernichtung billigen Wohnraums waren unter anderem die Themen, die auf unterschiedlichen
dezentralen und zentralen Aktionen und Kundgebungen thematisiert wurden. Der Aktionstag richtete sich gegen Umstrukturierung, Verdrängung und Vertreibung und war dabei auch Ausdruck der Solidarität mit dem nach wie vor umkämpften Projekt Rote Flora. Als besetztes Zentrum begreift die Flora sich in ihrer Unverträglichkeit als Störfaktor in der ökonomischen Verwertung des Stadtraumes. Die Frage nach der Zukunft des Projektes ist daher eine gesellschaftliche Frage. Entsprechend stand am Aktionstag auch nicht die Flora selbst im Mittelpunkt, sondern die Frage nach den gesellschaftlichen Verhältnissen. Im letzten Jahr ist Bewegung in die Situation um die Rote Flora gekommen. ESO-Knaller Klaus-Martin Kretschmer hat sich wiederholt in die Presse gedrängt und versucht, den Senat in Zugzwang zu bringen, indem er öffentlich über den Verkauf der Flora spekulierte. Jedoch wollte niemand die Flora zum Wahlkampfthema machen und erst recht nicht zu seinen Fantasiepreisen kaufen. Die SPD, die letztes Jahr noch der Meinung war, dass die Flora ein Fremdkörper im Schanzenviertel ist, findet uns auf einmal prima und will nun doch erstmal nicht räumen. Es wurden sogar Änderungen im Bebauungsplan vorgenommen, um uns quasi unter Artenschutz zu stellen. Die öffentlichen Spekulationen Ende des letzten Jahres um die Liquidität von Kretschmer haben die Alles-ist-geklärt-Haltung des Senats als den Versuch demontiert, den Konflikt herunterzuspielen. Der nicht kommerzielle Ort wird so lange bedroht sein, wie sich das Gebäude als Immobilie auf dem Markt befindet. Aber das schreckt uns nicht, denn erklärtes Ziel der Flora ist es, auch weiterhin unverträglich zu bleiben und keinen Frieden mit dem kapitalistischen Normalwahnsinn zu schließen. Wir sind nicht an legalen Titeln und Verträgen interessiert. Wir wollen nicht ins Grundbuch eingetragen werden, sondern es zerschreddern. Für uns ist es irrelevant, wem was in dieser Gesellschaft formal rechtlich gehört. Eine lebenswerte Stadt ist für uns etwas anderes als 24 Stunden von Securities, bewachte Shopping-Malls und fragwürdige Prestigeobjekte wie die Elbphilharmonie. Die explodierenden Mieten sind kein Exzess, sondern logisches Resultat der kapitalistisch verfassten Stadt. Um dagegen aktiv zu werden, müssen wir uns organisieren, wie zum Beispiel in der Recht auf Stadtbewegung. Als Antwort auf die Zuspitzung der Verhältnisse beginnen wieder viele Menschen, die Stadt aktiv zu gestalten, anstatt sich einfach verwalten zu lassen. Denn nur wir selbst können die Stadt erschaffen, in der wir leben wollen. Und das ist genau das, was wir mit dem Experiment Rote Flora seit 22 Jahren versuchen. Vielmehr ist die Flora ein Labor, eine Lehrstelle, die von kritischen Geistern gefüllt werden kann und sollte, um Ideen zu entwickeln, die Tristesse des real existierenden Kapitalismus zu überwinden. In diesem Sinne ist auch in diesem Jahr, auch wenn es keine akute Bedrohung des Projekts geben sollte, von uns kein Stillhalten zu erwarten. Wir sind solidarisch mit allen umkämpften Projekten. Her mit einem Platz für Zomia und die nächsten 5 neuen Bauwagenplätze allein 2012, die Hälfte davon im Bezirk Mitte. Ebenfalls nicht stillhalten werden wir angesichts rassistischer Gewalt. Extremismustheorien setzen linke emanzipatorische Kämpfe mit menschenverachtenden Nazi-Ideologien gleich. Sarrazin macht die populistische Begleitung dazu und über Jahre hinweg können Nazi-Zellen unbehelligt Morde begehen. Angesichts dieser kürzlich erst zur allgemeinen Betroffenheit bekannt gewordenen Fakten ist es unglaublich, dass so gut wie unbemerkt von der Öffentlichkeit in den letzten 4 Wochen in Hamburg 4 türkische Läden abgebrannt wurden. Am 12. Dezember brannte durch Brandstiftung eine Shisha-Lounge in Fuhlsbüttel völlig aus. Am 20.12. ebenfalls in Fuhlsbüttel ein Hähnchengrill durch Molotow-Cocktails. Silvester gab es ebenfalls durch Molotow-Cocktails einen Brand in einem türkischen Reisebüro in Hamm Süd. Und an diesem Montag brannte ein Kiosk in Eilbek, nachdem der Besitzer seit längerem Hakenkreuze und rassistische Parolen an den Wänden vorgefunden hatte. In der Presse
findet sich hierzu kaum etwas. Die Polizei hat keine Hinweise auf eine Verbindung zwischen den Taten. Ob es hier um die gleichen oder mehrere verschiedene Nachahmungstäter geht, ist für uns aber auch völlig irrelevant. Entscheidend ist, nach NSU-Morden und staatlichen Vertuschungsversuchen endlich laut und entschlossen auf der Straße gegen Nazis, Geheimdienstsumpf, Extremismusquark und den normalen Rassismus aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft aufzutreten. Das nächste Mal am 28.01. um 13 Uhr bei der Demo „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland". Ganz besonders sind wir aber der Ansicht, dass nach all den Vorfällen und Enthüllungen in jüngster Zeit die Nazis sich abschminken können, Anfang Juli in Hamburg oder anderswo einen Tag der deutschen Zukunft als zentrales Event zu veranstalten. See you on the streets! Für 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganz viele Zomias, für ganz viele Bauwagenplätze in Hamburg und für ganz viele Bauwagenplätze überall hören wir jetzt den Redebeitrag von Zomia. Wir treten an, um der neoliberalen Stadtpolitik eine Alternative entgegenzusetzen. Wir wollen gemeinsam mit anderen Menschen Mittel und Wege des Widerstandes gegen den Ausverkauf unserer Stadt finden. Zomia braucht Platz, selbstbestimmte Wohn- und Lebensräume aneignen. Der Wagenplatz Zomia wurde im Dezember 2010 aus dem Stadtteil Wilhelmsburg vertrieben. Die Fläche ist ungenutzt und nicht verplant. Bezirksamtleiter Markus Schreiber lehnt Wagenleben persönlich ab. Nun ist der Wagenplatz in Bahrenfeld zwischengeparkt. Der Bezirk Altona hieß den Wagenplatz Zomia in dieser Zeit in den Medien herzlich willkommen. Ein sechster Hamburger Wagenplatz soll im Bezirk Altona realisiert werden. Eigentlich bis zum 15. Januar. Aber es gibt ein Problem. Ökonomische Verwertbarkeit ist das Zauberwort, das auch durch die letzten Amtsstuben und stadtplanerischen Hochglanzanimationen fegt. Zomia ist ein städtisches Projekt. Auch im städtischen Teil Altonas gibt es Flächen, auf denen ein Wagenplatzprojekt möglich ist. Aber warum einen Wagenplatz auf einer seit Jahren ungenutzten städtischen Brache zulassen, wenn sich bestimmt irgendwann irgendein Investor für den nächsten Büroturm findet? Wenn dies zum obersten Primat der Stadt in der Stadtpolitik gemacht wird, haben alternative Wohnformen, unkommerzielle Freiräume und das, was nicht wert- und image-steigernd ist, keine Zukunft. Mitten in dieser Diskussion stecken, wie so viele, momentan auch wir mit unserem Wagenplatz. Im Kampf um den sechsten Wagenplatz beginnt jetzt eine neue heiße Phase. Es geht um verfehlte Stadtpolitik. Die Vertreibung Zomias ist nur ein Symptom von vielen. Aus diesem Blickwinkel ist es fast beliebig, ob es sich um Sexarbeiterinnen in St. Georg, die Wohnungslosen in St. Pauli, die Privatisierung des Bahnhofsvorplatzes oder den Abriss der Esso-Häuser geht. Derzeit brodelt es wieder an vielen städtischen Konfliktfeldern. Mit Zomia soll eines beseitigt werden. Die systematische Vertreibung von Menschen aus ihren Stadtteilen läuft weiter. Während sich der SPD-Senat in blumigen Versprechungen erschöpft und den Kopf im Sand vergräbt, wenn es ernst wird. Für Zomia einen Platz in der Stadt erkämpfen. Gegen ökonomische Verwertbarkeit als oberstes Maß von Stadtpolitik. Gegen Verdrängung und Vertreibung. Für eine Stadt für alle. Vielen Dank, Leute. Es hat wirklich Spaß gemacht. Aber es gibt auch Projekte, die müssen immer noch um ihre Räume kämpfen. Und zu diesen Projekten gehört das AZ Altona, die für ein Selbstverwaltungszentrum in Altona kämpfen. Ja, AZ Altona, der nächste Beitrag. Die Mönckebergstraße ist heute noch eine Art Unikat in Hamburg. Wo sonst gibt es so wenig billigen Wohnraum, gepaart mit so vielen kapitalsteigenden Gewerbeketten, konzentriert auf so kleiner Fläche? Nirgends bisher. Geht es nach dem Plan des Bezirks Altona, wird sich das aber bald ändern. Durch den von der Stadt sogenannten IKEA-Effekt soll aus der großen Bergstraße nichts weniger werden als eine zweite Mönckebergstraße. Aus der Sicht von SPD und GAL brauchen wir in Hamburg offenbar mehr H&Ms, C&As und Nike Flagship Stores. Ganz im Gegensatz zu bezahlbarem Wohnraum, den gibt es anscheinend zuhauf.
Zum Beispiel in Bergedorf, Buxtehude oder Schleswig-Holstein. Jedenfalls scheint das die Meinung von Mike Klaassen und seinen Kulturförderfreundinnen zu sein. Was wir aber ganz sicher nicht brauchen, sind Büros für Kreative. Die über 1 Million Quadratmeter näher stehende Bürofläche sprechen eine sehr eindeutige Sprache. Trotzdem sollen genau die auch in die große Bergstraße, und zwar direkt ins ehemalige Finanzamt. Das nennt sich dann Creative Campus und soll sich aus Kreativgewerbe, kultureller Nutzung und einer Auslagerung des Kulturwissenschaftlichen Instituts der Universität Hamburg zusammensetzen. Damit die neue große Mönckebergstraße auch ein bisschen Schanzenflair versprüht und außerdem, weil das auch die Besetzerinnen des ehemaligen Finanzamts gewollt haben sollen. Oder zumindest wird das dem autonomen Zentrum Altona von Seiten des Bezirks unterstellt. Noch denken viele, das sei alles gar nicht so schlimm. Das Straßenbild wird ein bisschen sauberer, die baufälligen Gebäude werden saniert und die Läden freuen sich, weil mehr Kundinnen in die Gegend kommen. Aber wo viel Nachfrage ist, zieht es auch das Angebot hin. Und es gibt keine unbegrenzte Zahl von Gewerbe- und Wohnräumen in Altona Altstadt. Die Kräfte des Marktes sind keine Wunderheilung fürs Schmuddelquartier, sondern wir fördern vielmehr die Konkurrenz unter denen, die dort wohnen und arbeiten. Die Grundeigentümerinnen und Vermieterinnen freut es, dass sie ihre Ware jetzt für noch mehr Geld verkaufen können. Der Rest darf sich um die neu gebauten Sozialwohnungen und Gewerbeflächen in der neuen Mitte Altona prügeln oder an den Rand Hamburgs ziehen. Von Bezirk und Stadt ist hiergegen wenig Hilfe zu erwarten, denn ihre politische Handlungsfähigkeit beziehen sie aus ihren Einnahmen und auch die steigen durch die Aufwertung des Viertels. Mit der Kampagne für ein autonomes Zentrum in Altona wollen wir einen Kontrapunkt gegen die Gentrifizierung Altonas setzen. Wir wollen einen Ort schaffen, der unabhängig vom Einkommen oder sozialen Milieu der BenutzerInnen nutzbar ist und als politisches Experimentierfeld gegen die Unzumutbarkeiten des gesellschaftlichen Alltags steht. Auch wir bewegen uns dabei immer in einem widersprüchlichen Raum zwischen Standort und Störfaktor. Mark Klaassen und seine Clique haben das frühzeitig erkannt und versuchen nun, das Schreckgespenst einer zweiten Flora in einen kuscheligen Creative Campus Teddybär zu verwandeln. Doch uns gefällt die aufgeschreckte Nachtruhe im Trendquartier von morgen und Leerstände in Altona gibt es genug. Für uns ist das scheinheilige Gerede von kreativen Förderung kein Grund aufzugeben, sondern vielmehr eine Einladung, mit unserem Protest in die nächste Runde zu gehen. Gerade aufgrund unserer eigenen Widersprüchlichkeit ist es aber wichtig, den Blick über den eigenen Tellerrand zu wagen und sich nicht in egoistischer Eigeninteressenbefriedigung zu verlieren. Widerstand gegen die städtische Verdrängung und den Kapitalismus als ihre Rahmenbedingungen wird nur möglich durch die Vernetzung der vielen lokalen Kämpfe und Konflikte. Nicht nur in Hamburg, sondern auch in Köln-Kalk, Bad Segeberg, Bilbo und überall sonst. Für ein Recht auf Stadt, Straße und Platz für alle. Squat the World, AZ Altona kommt. Also ich spreche hier für den Wagenplatz Bobbebills und wollte was zu unserer Situation sagen, aber auch zu dem Possenspiel, das die Stadt Hamburg nun seit über einem Jahr mit der Wagengruppe Zomia abzieht. Unseren Bauwagenplatz gibt es seit 16 Jahren. Er liegt im Norden von Barmbek und wird von 25 bis 30 Menschen bewohnt. Auch wir sind auf längere Sicht in unserem Bestand bedroht. Die Stadt plant dort ein neues Mauerbauviertel mit dem klangvollen Namen Hebebrandquartier. Ein Schlagwort, mit dem diese Pläne beworben werden, ist bezahlbarer Wohnraum. Wir verstehen die Nutzung dieses Labels als einen Versuch, die anderen Nutzerinnen und uns zum Schweigen zu bringen. Betroffen sind neben uns ca. 300 Kleingärten und 2 Übergangswohnheime. Fast verbietet es sich bei dem Schlagwort bezahlbarer Wohnraum nach genauen Plänen, nach Mietpreisbindungen oder Sozialwohnungen zu fragen. Tut Mensch das aber doch, wird schnell klar, die Stadt möchte sich da nicht so recht festlegen. Letztendlich wird es sich für die Investorinnen schon lohnen müssen, meinen sie. Und so ein Quartier, quadratisch, praktisch und ansehnlich, wäre doch prima als weiterer Baustein einer prestigeträchtigen, wachsenden Stadt, eines Unternehmens Hamburgs zu gebrauchen. Die vermeintlich weißen Flächen auf den Reißbrettern der Stadtplanerinnen sind aber nicht leer. Dort wohnen, arbeiten, entspannen und leben Leute, und wir wollen das auch weiterhin tun. 2 Jahre nach Beginn der Planung sollen wir dort nun an unserer eigenen Abräumung partizipieren. Das machen wir nicht mit. Wir werden uns selbstverständlich nicht an Planungen für ein Hebebrandquartier beteiligen und auch nicht an einer Stadt mitarbeiten, die sich nur nach den Gewinnmargen von Investorinnen und Einzelhandel strukturiert. Wir haben uns sehr gefreut über die Vernetzung zahlreicher Initiativen und Kämpfe unter dem gemeinsamen Label Recht auf Stadt.
und über die Besetzung eines neuen Wagenplatzes durch die Gruppe Zomia vor etwas über einem Jahr. Es war dringend an der Zeit, nach den Räumungen von Patiusweg, Bambule und Wendebecken die Frage des Wagenlebens in Hamburg endlich wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Nach den langen Jahren, wo für viele Menschen, die im Wagen leben wollen, als einzige Perspektive die Bordsteinkanten der Stadt blieben, war eine Platzbesetzung in Hamburg dringend überfällig. Die Wagengruppe Zomer hat sich also vor etwas über einem Jahr einen ungenutzten Platz der Stadt genommen, um dort gemeinsam zu leben und wohnen. Noch am selben Tag sollte sie wieder geräumt werden und wurde ein paar Tage lang von Übergangslösung zu Übergangslösung betrieben. Doch die Zomia-Gruppe blieb hartnäckig und setzte sich schließlich auf einem bestens geeigneten Gelände in Wilhelmsburg fest. Seitdem tat sich insbesondere der Bezirksamtschef des Bezirks Mitte, Markus Schreiber, als selbsternannter Sheriff hervor, der seine ordnungspolitischen Wahnvorstellungen verfolgt und das Leben im Wagen als unakzeptabel brandmarkt. Dieser Ordnungswahn passt sich ein in eine Idee von Stadt, welche überschaubare, gewinnbringende, kontrollierte und saubere Räume als vier Zielvorstellungen einer Marke Hamburg postuliert. Ein wenig alternativer Charme kann in diesem Setting akzeptiert, ja gewollt sein, um der Kreativstadt die nötigen Distinktionsmerkmale zu verschaffen. Einzigartig, kreativ und nonkonform soll es dann bitte sein. Doch wo etwas nicht in den Stadtplanungsentwurf passt, wo eventuell die TouristInnen verstört, die ausgewiesenen Flächen doch anderweitig genutzt oder einfach kein Gewinn gemacht werden kann, da werden Zäune gebaut, Platzverweise verteilt oder Wagenplätze geräumt. Es kann also nicht darum gehen, die städtische Verwaltung darum zu bitten, ein Plätzchen zu finden, an dem ein Wagenplatz als pittoreskes Ambiente den Alternativschick der Kreativstadt Hamburg anheben könnte. Das Leben in die eigenen Hände zu nehmen und die Stadt von unten selbst zu gestalten. Darum sollte es gehen. Hinter der harten Linie von Vertreibung und Räumung stand letztlich nicht nur der Bezirksamtschef Schreiber, sondern auch die Hamburger SPD, die ihm für eine Räumung in Wilhelmsburg den Rücken stärkte. Nach einem unfassbaren Possenspiel steht die Wagengruppe Zomia nun in Altona. Hier wurde ihr angeboten, nach einer geeigneten Fläche zu suchen. Der Platz, auf dem sie übergangsweise stehen, ist allerdings, darin sind sich die Stadt und Zomia ausnahmsweise einmal einig, denkbar ungeeignet und soll ohnehin bald bebaut werden. Wie dieses Spiel von Bezirk Altona weitergeht, ist abzuwarten. Zu wünschen bleibt, dass eine geeignete Fläche gefunden wird, auf dem endlich ein weiterer Hamburger Wagenplatz entstehen kann. Das liegt zum einen in den Händen des Altonaer Bezirks, zum anderen aber auch in den Händen von uns allen. So wie es die Wagengruppe Zomia oder das AZ Altona getan hat, gilt es Druck aufzubauen und die Kräfteverhältnisse so zu verschieben, dass es nicht möglich ist, einen neuen Platz auf die grüne Wiese in irgendeinen Hamburger Vorort zu verschieben. Neben der konkreten Perspektive auf einen neuen Platz für Zomia gilt es, eine Stadt zu schaffen, in der es kein Wagengesetz mehr gibt, das das Leben im Wagen kriminalisiert und gängelt. Das wäre eine Stadt, in der Flächen nicht nur für die Investitionen für ein Hebebrandquartier Möglichkeiten bieten, in der Schreiber und seine SPD nichts zu sagen hat. Bis dahin gilt es, sich die Straßenplätze, Hebebrandquartiere und Einkaufspassagen anzueignen, die Bürotürme zu besetzen und das Recht auf Stadt jenseits von Papieren und Status durchzusetzen. Zomia kommt, nehmen wir uns die Stadt. Ich bin heute auch hier, vom Bündnis Mietenwahnsinn stoppen. Hamburg im Januar 2012. Selbst die Stadt sagt inzwischen, in Hamburg fehlen 30.000 Wohnungen. Aber eine ahnungslos, überverantwortungslos bis hin zu hirnrissig agierende Stadtentwicklungssenatorin Jutta Blankau gibt immer noch völlig schonungslos von sich: Wir haben in Hamburg keine Wohnungsnot. Das ist ja auch ein reiner Nachfrageüberhang, wie man lernen muss. Es gibt keine Wohnungsnöte mehr. Nach der Veröffentlichung des Mietenspiegels hieß es von der Seite des Senats: Es wird keine Mieterhöhung auf Knopfdruck geben. Genau dasselbe hörten wir von der Saga. Gestern nun verkündete die Saga GWG auf ihrer Pressekonferenz eine Erhöhung von 3,7% als ersten Schritt für im ersten Schritt 18 und dann 30.000 Wohnungen. Das heißt aber nicht, dass es die letzte Erhöhung für dieses Jahr ist und das heißt auch nicht, dass es im nächsten Jahr keine Mieterhöhung geben wird. An allen Ecken in dieser Stadt entstehen Eigentumswohnungen.
Lofts, Glaspaläste und immer wieder Bürokästen mit noch mehr Büroleerstand. Gleichzeitig 34.000 bis 60.000 günstige Wohnungen. Die Verdrängung, Vertreibung von Menschen mit kleinem Geldbeutel und inzwischen aus der Mittelschicht, aus den innenstadtnahen Quartieren, geht parallel immer weiter. Dieser Zustand ist nicht gottgegeben. Das ist keine natürliche Entwicklung. Denn fette Miete heißt für die Immobilienwirtschaft auch immer fette Rendite. Und gleichzeitig heißt es für die Politik, sie muss sich einsetzen als Motor für Vertreibung und Innenstadtverbote. All das ist ein Ergebnis einer ungezügelten neoliberalen Stadtentwicklung und der kapitalistischen Stadtpolitik. Doch diese beiden Entwicklungen haben versagt. Es ist Zeit für etwas Neues. Nehmen wir uns die Stadt. Es ist Zeit, den Leerstand in Hamburg und überall zu besetzen. Nehmen wir uns die Plätze, nehmen wir uns die Häuser. Wir fordern Stopp von Mietenerhöhungen, einen hamburgweiten Mietenstopp und perspektivisch die Vergesellschaftung von Wohnraum. Denn Wohnen ist keine Ware. Wohnen ist ein Grundrecht. Wohnen ist ein Menschenrecht. Und jeder, egal wo er herkommt und egal was er im Geldbeutel hat, muss das Recht haben, innenstadtnah zu wohnen. Setzen wir uns dafür ein, gehen wir dafür auf die Straße und gehen wir dafür in die Häuser. Auf viele Aktionen in 2012. Denn wem gehört die Stadt? Die Stadt gehört allem. Ja, meine Stadtentwicklung, die passiert auch nicht nur in Szenevierteln. Nein, sie hat mittlerweile das sogar Pünneldorf erreicht. Aus Pünneldorf kam nämlich gestern die erste Initiative. Aus Pünneldorf? Die sich auch direkt am Stadtnetzwerk anschließen möchte. Mal sehen, ob sie wiederkommen. Aber interessant ist, auch diese Stadtteile langsam Probleme bekommen. Wir machen weiter mit einem Beitrag aus Altona, von der Altonaer Plattform gegen Verdrängung. Ja, hallo. Liebe Leute, liebe Sumia, euren Brief zu Silvester konnten wir entnehmen, wie schwer es euch der Bezirk Altona gemacht hat, eine innerstädtische Fläche für euch freizugeben, obwohl er euch vorher zu uns in den Bezirk eingeladen hatte, allerdings nur, damit Markus Schreiber sein Gesicht wahren konnte. Es werden ja diese innerstädtischen Flächen ausschließlich nach dem Prinzip der ökonomischen Verwertbarkeit vergeben und das meistens auch nur nach dem Höchstpreisangebot. Von diesem Thema können wir als Altonaer Plattform gegen Verdrängung mittlerweile auch das ein oder andere Lied singen. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass in zentraler Lage Flächen für sozialen Wohnungsbau bereitgestellt werden sollen. Ein Ding der Unmöglichkeit und zwar mit voller politischer Absicht. Und egal, wer gerade in welcher Koalition im Altonaer Rathaus sitzt. Stattdessen werden Immobilienverwertungskoalitionen geschmiedet. Zum Beispiel mit IKEA oder mit dem ganz großen Unternehmen, die auf dem Bahngelände Altona einen Stadtteil nach Art der Hafen City bauen wollen, mit dem sie vor aller Welt angeben können. Die Gründe, die dahinter stehen, sind klar. Zum einen eine städtische Großraumplanung vom Reißbrett, wonach Altona Mitte das Zentrum der westlichen Innenstadt werden soll, zum anderen eine unverhohlen ausgedrückte Verachtung gegenüber einem großen Teil der jetzigen Bewohner und Bewohnerinnen von Altona Altstadt und Altona Nord. Ganz unverblümt wird auch von der ungünstigen sozioökonomischen Struktur geredet, einer Struktur also mit zu vielen Armen, Arbeitslosen und Menschen ohne deutschen Pass. In diesem Sinne soll es zum Beispiel im Viertel rund um die große Bergstraße explizit keinen sozialen Wohnungsbau mehr geben und stattdessen Eigentumswohnungen und Wohnungen ab dem mittleren Preissegment aufwärts. Und in dieser Logik, und da schließt sich der Kreis zu eurem Vorhaben, muss natürlich verhindert werden, dass ein Bauwagenplatz an einem zentralen innerstädtischen Ort seinen Platz finden kann. Schluss mit der Aufwertung in Altona Mitte. Und wir schließen mit unserem Motto, wir bleiben alle. Für unser Recht auf Stadt, für unser Recht auf Platz, gegen Mieterhöhung, für ganz viele billige Wohnungen und außerdem für ganz viele neue Bauwagenplätze in Hamburg und überall. In
In diesem Sinne, Ahoi 2012, die Stadt gehört allen.